Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nur wer laut ist, da wird es einfach nicht besser. Frau Pothmer, das muss ich ganz, ganz offen sagen an der Stelle. Wir haben diese Debatte ja heute nicht zum ersten Mal geführt, sondern wir führen sie schon ein paar Mal. Manche Forderungen haben Sie schon des Öfteren hier erhoben. Nur wir haben einen gravierenden Unterschied. Wir haben einen gravierenden Unterschied in den Maßnahmen. Der liegt schon alleine darin, dass Sie alle Flüchtlinge, die hier in Deutschland sind, in die Integration hineinbringen. Wir wollen gerne hier eine Unterscheidung machen. Wir wollen hier, dass wir bleiberechtigte Flüchtlinge denn dann in Arbeit integrieren. Da ist schon ein großer Unterschied. Und wenn wir Ihre Maßnahmen mal, die ich nicht alle aufgezählt habe, aber mal nennen, dann heißt das Öffnung des Arbeitsmarktes für alle, unabhängig vom Aufenthaltsstatus und der Art der Unterbringung. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Abschaffung der Vorrangprüfung. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Teilnahmespruch aller Sprach- und Integrationskurse, auch hier unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Anerkennung von Berufsabschlüssen auch ohne Papiere. Da werden wir nachrüsten müssen. An der Stelle sind wir nicht uneinig. Ermöglichung des aufenthaltsrechtlichen Statuswechsels. Ja, das werden wir so auch ohne weiteres nicht machen können. Auch hier werden wir genauer hingucken müssen. Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Und da sage ich Ihnen ganz deutlich, die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes wird es mit uns nicht geben. Wichtig ist aber auch, wenn wir über Integration reden, nicht nur die Vermittlung in Arbeit, nicht nur der Spracherwerb, sondern wichtig ist auch mal über unsere Grundwerte dabei nachzudenken an der Stelle. Und hier gilt auch an dieser Stelle für die CDU und auch für die CSU-Fraktion, dass es uns wichtig ist, dass wir auch eine Vermittlung machen des gesellschaftlichen Miteinanders. Dazu gehört es, dass wir auch darüber reden, wie gehen wir geschlechtermäßig damit um. Wie gehen wir mit Männern und Frauen denn dann um, die ein anderes Wertegefühl haben? Da werden wir auch innerhalb der Integrationsmaßnahmen darüber reden müssen, aber auch das ist wichtig für den Arbeitsmarkt. Denn Männer und Frauen müssen gemeinsam an einem Arbeitsplatz arbeiten. Das beginnt schon bei den Sprachkursen. Wir werden auch darüber reden müssen, Sie haben immer von der Agentur für Arbeit gesprochen. Sie sprechen vom Arbeitsmarkt. Ich rede auch von den Arbeitgebern, die wir mitnehmen müssen. Und wir müssen auch hier darauf Acht geben an der Stelle, was die Arbeitgeber auch für Voraussetzungen denn dann ansetzen. Und manchmal, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist das gar nicht viel. Wenn Sie mit dem Handwerk reden, wenn Sie mit gärtnerischen Betrieben reden, dann sagen die uns heute, es ist kein Problem, die Menschen aufzunehmen im Arbeitsmarkt. Was wir aber brauchen, ist jemanden, der da ist, wenn es Konflikte gibt, also eine Konfliktberatung in den kleineren Betrieben. Darüber müssen wir reden, und da müssen wir gar nicht erst groß die Sprachkurse vorher ansetzen, sondern das kann innerbetrieblich geregelt werden, sagen mir zumindest meine Handwerker vor Ort, die nämlich schon mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten in den Betrieben arbeiten. Wenn Sie sagen, es wurde im Moment nichts erreicht, wir haben eine ganze Menge an Integrationsmaßnahmen bisher erreicht. Die Integrationskurse für Geduldete mit Bleibeperspektive wurden geöffnet. Die Gelder für Sprachkurse wurden erhöht. Das Leiharbeitsverbot wurde an dieser Stelle gelockert. Im Sozialgesetzbuch wurden Sonderregelungen geschaffen, die eine bessere Eingliederung mit Leistungen für eine aktive Arbeitsmarktförderung für Personen mit einer Aufenthaltsgestattung ermöglichen. Ich könnte diese Liste noch weiter fortführen. Und trotzdem bleibt noch ein ganz wichtiges Thema. Wir dürfen uns nämlich nicht nur für Flüchtlinge einsetzen. Und in Ihrem Papier finden wir überhaupt nichts dazu, wie wir gemeinsam an diese Aufgabe herangehen. Denn wir dürfen Menschen nicht zurücklassen. Und wir dürfen nicht einseitig Integrationsmaßnahmen vornehmen. Wir müssen an die Menschen denken, die langzeitarbeitslos sind. Wir müssen aber auch an die Menschen denken, die jeden Tag arbeiten gehen, die ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften an dieser Stelle. Auch hier werden wir gut hingucken müssen, dass wir nicht die eine Gruppierung gegen die andere ausspielen.
Das ist noch mal eine ganz wichtige Aufgabe. Und zum Schluss lassen Sie mich auf einen ganz wichtigen Punkt hinwirken. In Ihrem Antrag steht zum wiederholten Male, dass die CDU-CSU-Fraktion an dieser Stelle den Mindestlohn für die Flüchtlinge aussetzen will. Ich sage das hier auch im Parlament noch einmal ganz deutlich. Das wollen wir nicht. Und ich bitte Sie einfach, das auch nicht dauernd zu wiederholen, denn es wird nicht besser durch Wiederholungen. Wir wollen keine Sonderregelung für Flüchtlinge. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kollegin Sabine Zimmermann hat für die Fraktion Die Linke das Wort.